Der Herdenschutzhund auf dem Hundeplatz? Mit schöner Regelmäßigkeit werde ich mit der Frage konfrontiert, ob es sinnvoll ist, mit einem Herdenschutzhund oder einem Mix auf den Hundeplatz zu gehen. Ich kann nur sagen, es kommt meiner Meinung nach darauf an, was beim Mix durchschlägt. Der Herdenschutzhund oder der Hütehund? Überwiegt der normale Hunderasseanteil, kann man vielleicht auf dem Hundeplatz glücklich werden und der Hund auch. Wobei sich mir dann aber die Frage stellt, wenn ich Kadavergehorsam beim Hund will, warum schaffe ich mir dann einen selbstständig denkenden Hund an? Also einen Herdenschutzhund. Ich weiß ja bei der Anschaffung noch gar nicht, was bei einem Mix mit Herdenschutz die Oberhand behalten wird. Mit meinen Schäferhunden bin ich auf den Hundeplatz gegangen und das war gut und richtig so. Mein Cash liebt auch heute noch die Arbeit nach klaren Kommandos und wäre hilflos, sollte ich plötzlich meine Zusammenarbeit mit ihm einstellen, indem ich ihm keine Kommandos mehr gebe, damit er freie Entscheidungen treffen kann. Meine Herdenschützer jedoch sind keine Befehlsempfänger und haben auf dem Hundeplatz nichts zu suchen. Hinzu kommt, dass sich die wenigsten Ausbilder eines Hundeplatzes oder einer Hundeschule mit Herdenschutzhunden und ihrem Charakter auskennen oder sich überhaupt einfühlen wollen bzw. es können. Meist wird Schema F abgespult und wehe, der Hund funktioniert nicht. So wurde schon mancher Herdenschutzhund schlecht geredet und die Hundehalter verunsichert. Wenn Hundeplatz, dann nur Herdenschutzhund geeignet. Verderben kann man immer viel, gerade an jungen Hunden. Ein Herdenschutzhund ist ein selbstständig arbeitender Hund und hat wirklich nichts auf einem Hundeplatz zu suchen. Was sollen sie auch da? Es sind keine Hunde, die sofort und ohne Gedenkminute Kommandos oder Befehle verfolgen. Sie brauchen die Möglichkeit, über ein Kommando nachzudenken, vergleichbar mit einer Bitte. Das muss man einfach akzeptieren, wenn man miteinander glücklich werden will. Ja genau, ihr lest richtig. Ich bitte meine Hunde darum, etwas für mich zu tun. Kommandos oder gar Befehle wie bei Schäferhund oder Co. sollte man gar nicht erst versuchen. Das heißt nicht, dass man nicht erzieht, sondern man macht es individuell auf den Hund bezogen. Ich will alltagstaugliche Hunde, also findet dort die Erziehung statt. Und zwar mit Liebe, Konsequenz und immer einem Lächeln auf den Lippen. Umgang mit dem Herdenschutzhund macht nämlich Spaß und Freude und sollte nicht geprägt sein von stupiden Kommandos. Was man noch braucht, um erfolgreich zu erziehen, sind Geduld sowie Durchhaltevermögen. Und was die sprichwörtliche Sturheit betrifft, viele ideenreiche Einfälle, wie man das, was man möchte, auch an den Hund bringen kann. Wer das nicht will oder kann, wird scheitern. Gründe, warum sich unsere Tierheime zwischenzeitlich mit Herdenschutzhunden füllen, die wegen der unterschiedlichsten Gründe der Überforderung abgegeben oder beschlagnahmt werden, gibt es genug. Danke fürs Lesen, eure Petra.